Knapp 80 Ulmer Fans sind dabei beim Auswärtsspiel ihrer Mannschaft bei Arminia Bielefeld. Der SSV in den gelben Trikots anfangs etwas zurückhaltend, dann aber mit dem ersten Eckball. Reichert auf Tom Gahl zum ersten, zum zweiten und drin. 10. Minute und Ulm geht mit der ersten Chance in Führung. Die Eckballvariante sieht einstudiert aus. Über Brandt, Jan und Kapitän Reichert landet der Ball bei Gahl. Dessen Hackentrick kann Kersken noch abwehren. Den Nachschuss aber nicht. 4 Minuten später, Bielefeld, der Zweitliga-Absteiger, noch überhaupt nicht drin in diesem Spiel gegen den Aufsteiger Luis Oppi. Probiert's mal mit einem Freistoß. Die Distanz eigentlich nicht so schlecht, da war sicherlich mehr drin. Kleiner Sprung, knappe halbe Stunde ist gespielt und Arminia Bielefeld wieder mit einem Standard. Und plötzlich ist da mal Gewusel, ist da mal Alarm im Ulmer Strafraum. Ortag wehrt ab, Putaro und dann ist die Aufregung auch schon wieder vorbei. Viel Lärm um relativ wenig, die Situation wegen Abseits abgepfiffen. Der SSV Ulm macht nach vorne nicht viel mehr als Arminia Bielefeld. Aber was die Ulmer machen, das ist fast immer gefährlich. Der Ball kommt rüber zu Romario Rösch. Der geht ins Dribbling und sucht und findet Castanaras. Thomas Castanaras, die Leihgabe vom VfB Stuttgart beim 2:0 gegen Unterhaching hat er schon getroffen. Und auch hier fehlt nicht viel. Dann ist Halbzeit. Abkühlung ist angesagt. Ulm führt 1:0. Richtig hitzig war es dann aber doch noch nicht. Der zweite Durchgang und der SSV Ulm sucht wieder die Initiative. Einwurf Nicolas Jan sorgt sofort für Gefahr. Ulm beißt sich fest und dann hat Strompf freie Bahn. Philipp Strompf mit der ersten Offensivzuckung in Halbzeit 2. Das Ganze nach dem Einwurf von Nicolas Jan inklusive Liegestütz. Bielefeld mittlerweile mit Top-Torjäger Fabian Klos auf dem Feld, ist langsam aber sicher mal gezwungen, was zu tun. Achtung, Ball kommt zu Bujelab. Nassim Bujelab, auch das wieder so eine Szene, in der eigentlich mehr drin war. Denkt sich auch Bujelab, der gerne einen Eckstoß gehabt hätte, gibt's aber nicht. In der 61. Minute, Lannerts Flanke wird im Ulmer Strafraum gut festgemacht. Aber dann verpufft auch dieser Bielefelder Angriff. Allerdings, die Ulmer müssen aufpassen, denn die Arminia kommt langsam ins Rollen, hat ihre beste Phase und da ist er, der Klos. Fabian Klos, 7 Tore hat Mr. Bielefeld in dieser Saison schon gemacht. Wieder lässt der SSV die Flanke zu, Klos Kopfball aber zu ungenau. Und Bielefelds Trainer Mitch Knier, der spürt genau, wenn was geht. Dann ist es doch jetzt und sein Team macht weiter. Die Ulmer Spatzen in dieser Phase Mitte der zweiten Halbzeit viel zu passiv. Die Arminia beißt sie fest, Ulm kann nicht klären und Schneider hat die Chance. Leon Schneider legt sich den Ball noch auf seinen rechten Fuß, aber die Parade von Christian Ortag ist exzellent. Und der Ulmer Keeper wird gleich nochmal gefordert sein, denn 5 Minuten vor dem Ende kommt Bielefeld dem Ausgleich immer näher. Flanke an den Strafraum, gut festgemacht und weitergeleitet und da ist Bujelab. Wieder Nassim Bujelab und wieder Ortak. Glanzparade in der 85. Minute. Und die Druckphase der Gastgeber, sie ist immer noch nicht beendet. Denn keine 2 Minuten später wirft Arminia Bielefeld noch einmal alles rein. Und in der Mitte wartet, na klar, Bujelab. Ulm jetzt auch mit ein bisschen Glück, dass die Hausherren so viele Chancen nicht nutzen. Die Gäste in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nicht vor dem gegnerischen Tor. In der Nachspielzeit wagen sich die Ulmer dann aber doch nochmal auf einen Offensivausflug. Röser ist da mit dabei, setzt Oppi unter Druck. Allgeier auf Hannemann und der mit dem Tor. Das gibt's doch gar nicht. Der SSV Ulm hat gefühlt 2 richtig dicke Chancen und macht daraus 2 Tore. Diesmal durch den eingewechselten Moritz Hannemann.
Die Gäste ziehen in diesem Spiel noch einmal das Tempo an, was Bielefeld sofort zu schaffen macht. Ein bisschen Glück ist auch dabei. Der Ball von Allgeier wird abgefälscht. Nur so landet die Kugel überhaupt bei Moritz Hannemann. Aber der bleibt ganz cool. Der SSV Ulm gewinnt mit 2:0 bei Arminia Bielefeld, ist damit auch im zweiten Spiel des neuen Jahres erfolgreich und festigt seine gute Position auf Tabellenrang 3.